Es gibt Dinge, die wir tun, die unseren Hunden gewaltig auf die Nerven gehen. Einige schaden ihnen sogar. Die folgenden solltest du also nach Möglichkeit vermeiden, wenn du einen glücklichen Hund haben möchtest. Als erstes, permanentes Reden. Wir Menschen kommunizieren vor allem mit unseren Worten. Hunde setzen allerdings mehr auf die Körpersprache. Ein Mensch, der nonstop auf seinen Hund einredet, macht ihm das Leben schwer, weil er mit den Reizen überflutet wird. Das Tier reagiert entweder gestresst oder schaltet irgendwann komplett ab. Dann kann es passieren, dass er nicht mehr auf Kommandos hört und du für ihn nur noch Luft bist. Als zweites, Anspannung. Hunde haben ein sehr feines Gespür für unsere Emotionen. Besonders leicht wird die Stimmungsübertragung, wenn sie an der Leine geführt werden. Bist du als Halter angespannt, überträgt sich das auf deinen Hund, wodurch ein enormer Stress ausgesetzt wird. Mache dir bewusst, dass sich deine Stimmung auf den Hund übertragen kann. Atme also tief durch, baue den Frust ab und gehe dann erst mit ihm spazieren. Als drittes, Tätscheln des Gesichts oder des Kopfes. Magst du gern im Gesicht oder am Kopf angefasst werden? Vermutlich nicht. Und so ergeht es auch deinem Hund. Vielleicht hast du schon einmal beobachten können, wie er ausweicht, wenn du mit den Händen in Richtung Hundegesicht wanderst. Möchtest du deinem Hund körperliche Zuneigung geben, dann streichel ihn besser am Rücken oder an den Flanken. Hier ist er weniger sensibel. Als viertes, Anstarren. Unter uns Menschen gilt ein Augenkontakt als Zeichen des Vertrauens oder der Achtung. Bei Hunden wird er sehr schnell als Anstarren und damit als Bedrohung angesehen. Bevor es zwischen zwei Hunden zu einer körperlichen Auseinandersetzung kommt, starren diese sich nämlich häufig drohend in die Augen. Schaue fremde Hunde am besten nicht direkt an, um keine Unsicherheit oder Aggression auszulösen. Zudem solltest du das auch deinen Kindern beibringen. Als fünftes, Planlosigkeit. Hunde sind Rudeltiere und in jedem Rudel gibt es eine Rangordnung. Damit du als Rudelführer angesehen wirst, solltest du klare Regeln schaffen und dafür sorgen, dass diese auch immer eingehalten werden. Und zwar nicht nur von deinem Hund, sondern auch von dir. Wenn dein Hund also nie ins Bett darf, sollte er es auch nicht dürfen, wenn du dich krank fühlst und kuscheln magst. Dein Hund versteht keine Ausnahmen und sie bereiten ihm Stress, wenn er beim nächsten Mal wieder Ärger dafür bekommt, wenn er versucht ins Bett zu hüpfen. Planlosigkeit führt schnell zu unsicheren Hunden, die im schlimmsten Fall glauben, dass sie die Kontrolle über dich übernehmen müssen. Als sechstes, erzwungener Kontakt. Unter Hunden gibt es genauso wie bei uns Menschen einige, die gerne in Gesellschaft sind und solche, die lieber allein durchs Leben gehen, vielleicht schüchtern oder unsicher sind. Einen introvertierten und ängstlichen Hund zu Kontakt mit anderen Tieren oder Menschen zu zwingen, verunsichert die Tiere meist noch mehr. Als siebtes, Gassi gehen an der Kurzleine. Hunde lieben es, draußen unterwegs zu sein. Dabei können sie toben, andere Hunde treffen und in Ruhe ihr Geschäft erledigen. All das ist allerdings nicht möglich, wenn du deinen Hund an der extrem kurzen Leine vor die Tür schleifst und schnell wieder den Weg nach Hause suchst. Als achtes, Umarmungen. Wer seinen Hund von Herzen liebt und immer wieder versucht, die Liebe mit einer Umarmung auszudrücken, der handelt falsch. Hunde haben keine Arme, dementsprechend umarmen sich die Tiere untereinander auch nicht. Die einzige Situation, in der ein Hund dem anderen die Vorderpfote auf- oder umlegt, ist, wenn er Dominanz signalisieren möchte oder Streit sucht. Eine Umarmung ist für den Hund also keine liebenswerte Geste, sondern verursacht bei den meisten Tieren nur Stress oder Aggression. Als neuntes, Langweiler. Es kommt oft vor, dass Hundehalter sich über ihren Liebling ärgern, weil der schon wieder den Schuh angeknabbert hat. Dabei ist die Ursache hierfür oft leicht zu finden. Hunde versuchen oftmals mit solchen Aktionen ihr langweiliges Leben aufzupeppen. Ein geistig und körperlich ausgelasteter Hund kommt eher nicht auf die Idee, etwas mutwillig zu zerstören. Gestalte den Alltag also spannend und frage dich bei einem Fehlverhalten, ob dein Hund vielleicht einfach nicht genügend Beschäftigung bekommen hat. Und als zehntes, Nervensägen. Es gibt immer noch viel zu viele Menschen, die ihren Hunden gehörig auf die Nerven gehen. Sie ziehen ihnen am Schwanz, springen auf sie zu, spritzen sie nass oder provozieren Tiere, die im Auto auf Herrchen oder Frauchen warten. Niemand mag Nervensägen. Menschen nicht und Hunde noch viel weniger. Wenn dir das Video gefallen hat, würde mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Hundevideo mehr verpasst.